Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Zuseher auf der Tribüne vor den Bildschirmen. Ich erspare mir jetzt auch einen Kommentar zur Stellungnahme des Kollegen Redler, inwiefern die berechtigt ist oder nicht. Jedenfalls mit der Sache hat es nichts zu tun gehabt. Passt aber ganz gut zu meiner Einleitung, die ich sagen wollte. Denn wenn man sich den Zeitplan bis zur Beschlussfassung jetzt dieser Gesetzesnovelle anschaut, dann bestätigt sich nämlich meine Annahme entgegen allen anderen Beteuerungen, die von Seiten der Regierung kommen, dass diese Regierung wirklich nie in Fahrt gekommen ist. Man könnte sie vergleichen mit einem Motor, mit einem Stotternden, der manchmal startet, aber dann gleich wieder ausfällt. Weil sonst könnte es mir wirklich nicht erklären, wie es möglich ist, dass man manches Mal Gesetze in Windeseile auf Gedeih und Verderb durch den Ausschuss und durch das Plenum boxt, wie wir es vor unlängst gehabt haben mit dem Versammlungsgesetz, und auf der anderen Seite sich für die Umsetzung von Gesetzen, wie zum Beispiel dieser Richtlinie, die der zugrunde liegt, wirklich zwei Jahre Zeit lässt. Artikel 31 Absatz 1 der Richtlinie 2012/18 Europäische Union lautet nämlich so: Die Mitgliedstaaten haben bis zum 31. Mai 2015 zu sorgen, dass die notwendigen Gesetze und Verwaltungsvorschriften für deren Anwendung zu treffen sind. Und eigentlich wäre diese Richtlinie bereits seit dem 1. Juni 2015 anzuwenden. Im Ausschuss haben wir den Herrn Minister gefragt, was der Grund ist, warum diese Verzögerung vorliegt, warum diese Richtlinie nicht umgesetzt werden konnte. Wir haben ihn auch gefragt, warum gewisse Einwendungen, zum Beispiel von der Wirtschaftskammer Österreich, von der niederösterreichischen Landesregierung, nicht umgesetzt wurden. Eine erfüllende Antwort haben wir leider nicht bekommen. Deshalb bleibt für uns die Tatsache bestehen, dass viele Fragen offen bleiben und für den Normanwender oder für den Bürger einfach Probleme bedeuten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Gebrauchtwagenhändler, der heute in die Jahre gekommene Autos ins Ausland verbringen und dort verkaufen will und glaubt, dass seine Fahrzeuge durchaus noch verkehrstüchtig sind, muss feststellen beim Grenzübergang, dass die Kontrollbehörde sagt: Naja, eigentlich, ich bin nicht der Annahme, ich will jetzt von Ihnen eine Bestätigung, dass das eigentlich nicht obvoll ist. Jetzt ist es so, dass tatsächlich die Rechtsvorschriften so sind, dass man für die Verbringung von Fahrzeugen ins Ausland einen Bescheid braucht, der in einem sagt, das ist kein Abfall. Das ist ein rechtskräftiger Feststellungsbescheid, der erforderlich ist. Und jetzt fängt das Problem für diesen Gebrauchtwagenhändler in Wahrheit an, weil nach der allgemeinen Regelung, nach § 73 AVG, hat nämlich die Behörde, meistens Bezirksverwaltungsbehörde, 6 Monate Zeit, diesen Bescheid zu erlassen. Was das bedeutet, wenn er zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt zwar noch ein gültiges Pickerl hat, aber dann nicht mehr, das leuchtet uns alle ein und das kann für ihn einen wirklich beträchtlichen Vermögensnachteil bedeuten. Das wäre der eine Punkt, wo wir denken, diese Frist ist eigentlich zu lang und man könnte eine andere Regelung treffen, so wie bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, wo man sich mit einer Frist von 6 Wochen begnügt. Das wäre dann eine gangbare Lösung, die wir auch befürworten würden. Ein anderer Punkt ist, dass uns zu wenig diese Stellungnahmen seitens zum Beispiel der niederösterreichischen Landesregierung, die eingewandt hat, dass man eigentlich diese Novelle für die Beschlagnahme und den Verfall von Abfällen gar nicht braucht, weil das Abfallwirtschaftsgesetz für sich allein schon die notwendigen Bestimmungen enthält.
summa summarum gesehen, denke ich mir, wir haben jetzt wirklich jahrelang auf dieses Gesetz gewartet. Es wäre nicht schlecht, wenn wir noch ein paar Monate warten würden und diese unseres Erachtens fehlenden Bestimmungen noch mit einbeziehen würden. Dann könnten wir dieser Novelle auch zustimmen. Dankeschön. Günter Kumpitsch von der FPÖ wünscht sich, dass noch fehlende Bestimmungen in die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes mit aufgenommen werden.